Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Valheim. Der Mike ist natürlich auch mit am Start. Hallo. Ja, ich renne hier immer noch durch den Düsterwald und suche Certling Cores, dass wir vielleicht ein, zwei Schmelzen mehr bauen können. Mein zweites Dungeon hat exakt einen abgegeben. Das war etwas wenig. Aber das nächste, das wird mir einfach mal 14 Stück gönnen. Der Mike hatte gesagt, ich muss nur dran glauben. Und naja, ich habe jetzt sechs, dann könnten wir fünf, drei Sachen bauen. Deswegen dieses Dungeon hier. 14 Stück. Minimum. Da glaube ich dran. Total. Total glauben wir da dran. Ja, betreten wir es mal. Gehen wir mal rein. Hello there. Aha! Würde es nicht auf mich schießen, würde ich ja sagen, wir lassen es einfach da. Es spendet so ein bisschen Licht, das Skelett. Hier geht es schon mal nicht weiter. Schade. Schau mal da rein. Hier geht es auch nicht weiter. Da müssen jetzt das ganze 14 Stück auf der Seite allein sein. Ja, schwierig. In diesem Dungeon ist einfach gar nichts. Ich hab doch an dich geglaubt, Dungeon. Und dann sowas. Einfach nichts drin. Schreiben wir trotzdem mal gelootet hin, auch wenn das so nicht stimmt, weil wir haben ja im Endeffekt nichts gelootet. Ich konnte ja nicht mal einen Pilz mitnehmen, weil unser Pilzinventar voll ist. Also, wir essen mal einen Pilz, dann können wir wieder einen Pilz beim nächsten Mal wenigstens Pilz mitnehmen. Ja. Wenn so mit ganz leeren Händen rauszugehen, ist ja auch Kacke. So. Ja, schmeißt ihr ruhig mit Steinen. Keine Zeit für sowas. Ich muss doch Certling Course für Mike besorgen. Dungeon! Dungeon! Na, hier ist Schneebiom, da sind keine Certling Course. Das könnte auch hier noch ein Dungeon sein, oder? Wobei ich befürchte fast, es ist eher eine Trollhöhle. Ja, das sieht nach Trollhöhle aus. Gehen wir mal rein. Welcher hat der einen Zeitlenker für uns? Ja. Ja. So. Und hattest du schon Glück? Nee, ich habe immer noch nur 16 Stück. 6 Stück. 16 Stück, das reicht auf jeden Fall. Nee, es sind nur 6. Und jetzt kam ich gerade auf die Ich dumme habe noch Idee, einen einstecken. ich könnte einen Troll im Nahkampf platt machen. Aber irgendwie sieht der Troll das anders und meine Schwertkünste in Kombination mit dem Schild sind jetzt nicht so krass. Das heißt, wir werden jetzt mit gezogenem Bogen reingehen. Aber ich kann die Sache nicht mal Also ich bin mitnehmen. hier fleißig am Kohle machen. Sehr gut. Ich suche jetzt noch einen Dungeon und wenn das auch nicht nochmal die Certling Course voll macht, dann. Ne, komme ich einfach so zurück. Weil ich meine, das bringt ja dann auch nichts. Da macht es mehr Sinn. Das kann ich auch für Mann, Grolling, geh weg. Für die Öfen eigentlich auch Settling Course. Für den. Du brauchst für die Schmelze und für den Ofen. Und Super. Na, den können wir ja bloß zwei bauen. Einen meine ich. Ja, aktuell halt Geil. einen. Oder halt, ne, entsprechend die Kohlemeile abbauen. Deswegen hatte ich ja eigentlich so gedacht, ne, ich finde hier schön welche, dann können wir parallel vier Öfen Kohle machen, vier Öfen Dings. Das wäre ja schon nice. Aber aktuell möchte das Spiel das noch nicht. Aber hinten in unserem Sumpf ist doch auch so ein Feuervulkan, In welchem Sumpf? wo die ganz vielen Krypten waren. In dem ist Feuer. Dann gehe ich nämlich da gleich nochmal hin. Weil nämlich da, wo wir die ganz vielen Krypten gesehen haben, wo waren das? Ach, da hinten. Da war in der Nähe von einer Krypta, da ist auch so
Ja, so eine, also eine Feuerfontäne. Ja, das da ist, müssen da, die, glaube ich, da sollten die Viecher spawnen, ja. Ja, sag ich doch. Weil das wäre natürlich ganz wunderbar. Wie hast du nochmal so viel Energie? Also was hast du gegessen? Zwiebelsuppe, so eine Augeneispampe und dann noch eine Würstchen. Marmelade, dann hast du die krasseste Energie. Würstchen Ja, bringt weil halt die braucht Leben, ich. deswegen habe ich Würstchen immer immer noch so dazu halt. Gut, dann mache ich mir eben eine. Wo hast du die Zwiebeln hingepackt? In meinem Inventar sind die. Super. Könnten aber auch schon neue wieder reif sein. Ja, ich wollte mir eigentlich Zwiebelsuppe damit Nö, kochen. sieht noch nicht so aus. Aber, da diejenigen ging halt Warum noch sind die nicht. vier denn da in der. Dann mach doch gerade mal ein bisschen Eiscreme, dann komme ich jetzt zurück, dann mache ich uns ein paar Zwiebelsuppen. Das hört sich doch nach einem Plan an. Ja, sehr, sag ich doch. Sag ich doch. Dann bringe ich schon mal 6 Thirdling Cores mit. Die Augen da. Bin ich hier gerade über. Ich bin komplett falsch. Ich dachte, ich wäre woanders. Dann renne ich mal. Wo dachtest du denn, wo du wärst? Ich dachte tatsächlich, ich wäre schon auf der richtigen Seite von da, wo das Portal halt ist, aber nö. Einfach nö. Auch nö. Nö. Bist du nicht. Bist nö. Falsch. Richtig. Mein Inventar Richtig, ist voll. Ich ja, bin dann falsch. Steck doch. Denn, weißt du, mein Inventar ist voll, ne? Ja. Was sehe ich da aber? So ein Vierer-Stack kann ich aufwerten auf 20. Ja, mach doch. Ja, hab ich doch. Ja, ist doch wunderbar. Hast du Platz? Ja. Doch, weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. Also, dein Inventar ist ja gar nicht voll. Nee. Ja. Dann machen wir jetzt nochmal 10. Alter, gibt's hier viel Kupfer. Ich möchte dieses Kupfer haben. Ich weiß nicht für was, aber ich möchte es haben. Haben will. Ich hab's halt schon wieder geschafft, in die falsche Richtung zu laufen. Was ist denn los hier? Ich dachte, ich bin gerade ausgelaufen. Scheinbar nicht. Hm. Aber jetzt laufe ich gerade aus. Du musst doch hier hin. Ja, ich weiß. Bin ja schon auf dem Weg jetzt. Mal wieder. Ah, jetzt. Denn leider kann man sich ja keine Markierungen setzen. Keine Gegenstände, die Farbe setzen. Was? Oh, unsere Sprachchat-Verbindung ist katastrophal. Heißt Freitagnachmittag. Natürlich kannst du dir eine Markierung setzen. Ja, aber die sehe ich ja nicht. Also auf der Karte schon, aber ne, nicht. Nicht, wenn ich laufe. Also ich habe ja keinen Kompass oder so oben, der mir einblendet. Weißt du, was ich meine? Und deswegen setze ich mir ja Markierungen, weil ich die dann auf der Minimap früher oder später immer sehe. Du musst da und da gehen. Genau, so ein Navi. Oh, apropos. Diese Folge hier dürfte am 29. August rauskommen. Das heißt, ich habe gestern, also in der Folge, gestern meine Abschlussprüfung gehabt. Nice. Oha. Ja, nix. Kommt auch eine Folge am 1. August? Nee, am 2. August. Sonst hättest du Geburtstag in der Folge. Weil am 29. Der Juli hat ja entsprechend ja. 31 Tage. Oh, ich habe noch einen Dungeon gefunden. Da, sind hier die 14 Thirdling Cores? Ich rieche euch, Thirdling Cores. Ich rieche euch. Stimmt, nämlich du hast den gleichen Tag wie mein Vater Geburtstag. I smell you. Ja. Du müsstest dir eigentlich gut merken können. Ja, diesmal habe ich es mir auch gemerkt, weil gerade hast du gefragt, habe ich direkt ah ja, Mike hat da Geburtstag. Das weiß ich. Thirdling Cores. 1 Thirdling Core. 2 Thirdling Core.
Raten wir mal, wie alt ich werde. 20, oder? Oder 19? Ja. 20. Nee, 20. Bam. Wusste ich auch. Ha! Soll ich dir mal was sagen? Ja. Ist ein alter Sack. Wir kennen uns seit ich 16 bin. Krasser Scheiß, das finde ich gruselig. du hast wohl gemerkt. Was? Das hast du jetzt gesagt. Hä? Du hast wohlgemerkt mit der Grund, warum ich damals, als wir gestreamt haben und so, angefangen habe, nicht mehr jeden mitspielen zu lassen. Also, nicht weil du bist, sondern weil du 16 warst. Oh. Ja, weil ich mir gesagt habe, oh scheiße, ich habe gar keinen Platz im Inventar. Also das habe ich mir nicht gesagt, nein. Sondern... Das hast du nicht. Lass mal das Kupfer hier, das kann ich eh nicht mitnehmen. Ja, weil ich mir damals so dachte, es gibt ja schon den ein oder anderen bösen Witz, der vielleicht auch irgendwo ins Sexuelle geht oder so. Und ne, egal, ob du 16 bist oder 14 oder 12, ich weiß ja nicht, mit wem ich da schreibe. Und du bist im Endeffekt, warst du ja minderjährig. Und ich mir immer gedacht habe, nicht, dass mal irgendwann irgendein dummes Kommentar kommt, also von mir ein dummes Kommentar kommt, was in irgendeiner Form falsch verstanden wird. Und es dann heißt... er macht Witze auf Kosten von Minderjährigen oder macht sich an Minderjährige gerade oder irgendwie sowas. Du weißt, was ich meine. Ja, weil, also, ne, wir machen ja genug blöde Witze und seitdem du 18 bist, ist mir das relativ egal, was für blöde Witze wir machen, weil, ne, du bist 18, du bist volljährig, und, ne, außer, dass du mir sagst, ey, wer war jetzt ein blöder Witz oder so, ne, das kann natürlich immer noch sein, gar keine Frage. Was ist das denn hier? Warum kann ich hier so komisch hochlaufen? Das hatten wir, glaube ich, nur einmal bisher. kann mir da nichts passieren, sag ich mal. Solange wir nicht anfangen, keine Ahnung, irgendwelchen rassistischen Scheiß oder so zu machen. Aber davor habe ich keine Angst, weil das tue ich nicht. Daher ist das mir relativ Latte. Also das kann mir nicht mal aus Versehen passieren, dementsprechend. So, laufen wir mal zurück hier. Nee, aber das war damals so der Punkt, wo ich da so angefangen habe, drüber nachzudenken, weil ich so dachte, oh ja, wenn man random irgendwelchen Leuten sagt, na klar, können wir zusammen zocken. Und das war ja, der Krian macht das, glaube ich, heute noch so, dass er, wenn er streamt, kann ja jeder mitspielen. Und wo ich damals dann schon gesagt habe, nee, möchte ich nicht. Also, mit dir war das ja Gott sei Dank sehr positiv. Aber, ich weiß, wir hatten auch einmal einen, der mit uns dann gezockt hat, also direkt in einem Stream. Wir haben irgendeinen Mehrspieler halt gespielt und ja, wer Bock hat, ne, kann natürlich mitspielen. Der dann irgendwie verloren hat und halt ziemlich ausgerastet ist. Und also so rundum beleidigt hat aufs Übelste. Und mein Gott, wenn man mal wer Hurensohn sagt, mein Gott, dann sagt das halt. Das ist jetzt nicht so tragisch, finde ich. Aber wenn das dann halt ausartet und... Ich weiß, dass Twitch beispielsweise das auch nicht so geil findet, wenn da durchbeleidigt wird. Und dann kannst du halt, wenn du Pech hast, gebannt werden für sowas. Ja. Und das muss ja nicht sein. Ich meine, bei YouTube ist es relativ egal, dann lädst du das Video halt nicht hoch, ist zwar scheiße, aber du hast ja diesen Safe-Mechanismus, dass es sieht ja erstmal noch keiner. Ja, bei YouTube ist es halt so, dass du halt überlegen kannst, du kannst es dir halt selber nochmal angucken, so. Ja, genau, und also keine Ahnung, würdest du jetzt hier irgendwas sagen, wo ich sage, ey, Mike, ne, geht gar nicht, kann ich halt sagen, ey, Mike, geht gar nicht, ich nehme die Folge nicht oder was auch immer. Ich meine aber auch, das ist ja noch nie passiert. Ich meine, du bist ja ein vernünftiger Mensch, du fängst ja nicht an, hier Gott weiß was zu erzählen. Und was noch? Das stelle ich mir halt auch so die Frage, warum kommt ein Mensch so darauf, so jetzt, so zum Beispiel jetzt so anzusagen, ja, das ist jetzt nicht an dich, aber jetzt mal beispielsweise, du sagst so irgendwas zu mir und ich sag, ja, das ist so halt die Fresse. Ja, das fände ich ja nicht mal so schlimm, ne, da würde ich sagen, mein Gott, aber ich find's immer schwierig, wenn Leute, also einmal schlecht verlieren können, weil, ich meine, wenn du Spiele spielst, man ist nicht immer der Beste, das ist ganz normal. Und man kann sich auch mal aufregen, das ist auch vollkommen in Ordnung, das gehört dazu, finde ich. Ist ja nicht jeder so tilt-proof. Und ich zock auch oder hab auch mit vielen Leuten gezockt, die definitiv gerne mal eskalieren. Ich meine,
Krian ist da auch kein unbeschriebenes Blatt, sag ich mal. aber halt erstens sind das immer, ich sag mal, Beleidigungen, die nicht irgendwie grenzüberschreitend sind. Und tatsächlich auch so Beleidigungen. Ich habe exakt 14 Certling Cores. Jetzt will ich noch einen haben, toll. Oha. Aber ich glaube, Ich hier habe werde doch ich noch auch. einen einstecken. Du hast noch einen? Ja, perfekt. Dann komme Ich ich habe noch rein. einen einstecken. Und ich sag mal so, alles, was ins Rassistische geht oder ins Homophobe oder ins Frauenverachtende oder so, das sind dann so Sprüche, wo ich sage, das brauche ich nicht. Also ich habe kein Problem damit, wenn Nee. man mal einen Witz in der Richtung macht, weil ich habe einen ziemlich dunklen, schwarzen Humor, sage ich mal. Aber ich bin der Meinung, erstens hat das nichts in so einem Video zu tun, weil auch wenn nur eine Person zuschaut, hat man eine gewisse Vorbildfunktion. Weil du weißt nie, ob die eine Person nicht gerade auf der Kippe ist, in irgendeine Richtung sich zu entwickeln, die ich aus meiner Sicht, ne, wenn jetzt jemand ein Rassist ist, dann findet er es natürlich gar nicht schlimm. Aber aus meiner Sicht, ich bin der Meinung, Rassismus ist Schwachsinn, möchte ich nicht, dass da irgendwer in der Form denkt, oh ja, ist ja okay, sowas zu sagen. Und gut, ich finde halt, wenn du mit jemandem zockst, der dauernd pisst ist, weil er verliert. Also ich meine, gut, bei Valheim jetzt schwierig, aber würden wir jetzt, keine Ahnung, League of Legends oder so spielen oder CSGO oder irgendwas, wo du halt verlieren und gewinnen kannst, dann hast du irgendwann selber auch keinen Bock mehr drauf. Weil ich finde so, ey, wenn die Runde schlecht war, war die Runde schlecht, dann musst du halt in die nächste Runde gehen. Fertig aus. Oh, speichert. Nee, und da hatten wir halt mal einen dabei, der sehr schnell tiltet war. Und ja, doch, das muss doch nicht sein. So, ich habe Certling Cores mitgebracht. Wo bist du? Du bist da drüben irgendwo. Bin hier hinten beim Holzhacken. Ich hätte auch einen uralten bereit. Jetzt so perfekt. Ja, dann komm ich mit dem uralten vorbei und hacke ein bisschen Holz mit dir. Ich lade derweil erstmal Den alles kommen wir hier gerade in den Wagen rein. Ich bringe auch ein bisschen Zwiebelsüppchen mit, ha? Das ist so ein Deal. das. Aber bei solchen Menschen denke ich mir halt auch immer so, wenn du schon so pisst bist oder durchgehend pisst, wieso fängst du denn an zu zocken? Ja gut, weil ich glaube, das ist einfach dieses so, ey, beim Zocken kann ich mich abreagieren und entspannen. Super. Aber wenn ich mir dann angucke, also League of Legends ist halt, spiele ich viel und die Community ist halt stellenweise sehr toxisch. Oh, Du oh. kommst in ein Spiel rein und einer fängt nach 2 Minuten an, komplett rumzutilten. Also wo ich mir denke, du solltest vielleicht einfach mal eine Pause machen. Vielleicht mal eine Stunde nicht zocken. Weil dann hast du vielleicht auch die Konzentration wieder. Und oft sind es halt leider die Leute, die halt nichts auf die Reihe kriegen. Und dann alle anderen beschuldigen. Und ich meine, wie gesagt, jeder hat mal einen schlechten Tag und jeder hat mal eine scheiß Runde und hat auch mal keinen Bock mehr. Das ist ja auch alles cool. Ja. Aber, nö. Deswegen habe ich damals dann für mich gesagt, ey, ich möchte, wenn ich streame, nicht random irgendwelche Leute spontan dazu einladen, weil das kann so schief gehen. Und Ja, ich meine, ja. selbst. Und wenn du dann mit so einer Person zockst, ist halt auch scheiße zu sagen, ey, du, ich komm voll nicht auf dich klar, du bist ein Arschloch. Ach so, ja, hier, warte, da. Warte, ich tausche hier gegen Zwiebelsupp. Ich mache uns erstmal hier Ja. ein Danke, danke. Power! Ha! Alter! Bäume! Bäume! Jetzt will ich sehen, wie viel Energie ich habe. Ach, geht nicht, weil ich zu beladen bin. Ja. Was können Sie mir abnehmen? Ich habe Platz im Inventar. Ich habe gerade alles in so ein Wägelchen geschmissen. Nimm mir, nimm mal hier die Kohle. Sonst will ich wissen, wie viel Energie ich habe. Bestimmt genau 200. Nee, 198. Hab Au, Alter! ich dir gerade einen Ball auf. Sorry. Ja! Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Ja, und was noch der andere Punkt war tatsächlich, neben irgendwelchen rassistischen, homophoben oder sonst was Äußerungen, wir hatten manchmal den Punkt, dass wenn irgendwer in Twitch-Chat oder so geschrieben hat, dass man halt dachte, gut, die Person ist halt 16, 17, 18, 19, 20, was auch immer, weil du weißt es ja nicht. Und da schreibt dir keiner, hihihi, ich bin 12. Und wenn du Pech hast und mit der Person dann zockst, ist das jemand, der halt nicht so ganz checkt, dass das unter Umständen sehr viele Leute sehen können und irgendwas aus seinem Privatleben erzählt, was nicht unbedingt
Ist jetzt übertrieben, gerade in unserer Größe, wo ja wirklich die Zahl der Zuschauenden doch sehr bescheiden ist. Aber du weißt nie, wer es sieht und sich dann denkt, was ein Assi. Oder du siehst halt, also was ein Assi? Bin halt der Meinung, da muss man ein bisschen aufpassen, dass halt eben nicht irgendein Zwölfjähriger seine Lebensgeschichte ausplaudert und das vielleicht besser nicht getan hätte. Ja gut, aber so in meinem Alter, so 16, da sollte man schon verstehen, so was YouTube und Twitch so genau, ist. Bin ich auch absolut der Meinung, tun nur viele nicht. Also ich bin immer wieder erstaunt, wie viele, also auch Erwachsene und, also ich meine jetzt nicht Erwachsene im Sinne von, ich bin gerade 18 geworden, sondern 30, 40-Jährige, nicht so ganz checken, dass alles, was sie im Internet irgendwo posten, unter Umständen von der falschen Person gesehen wird. Also bestes Beispiel, das erzähle ich aber nächste Folge, weil die Folge vorbei ist, ist eine Story von einem Azubi, warum er gekündigt wurde. Ja. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Like da. Gerne auch ein Abo. Fragen, Wünsche, Anregungen, wie immer in die Kommentare. Ansonsten bleibt gesund, hau rein und bye bye. Tschüss.